Guten Tag, einen schönen Tag auch von meiner Seite. Die Abteilung heißt Schön Deutsch, weil wir auch noch einen deutschen Namen haben, Marktberatung. Und ich freue mich heute bei Ihnen sein zu dürfen. Wieso lohnt es sich überhaupt, sich die Region näher anzuschauen? Und ich spreche jetzt von Mittel- und Osteuropa als Beschaffungsmarkt. Aus unserer Sicht kommt die Region einfach zu kurz, obwohl die vom Handelsvolumen für Deutschland wichtiger ist als China oder die USA. Und wieso lohnt es sich für Sie, dass Sie jetzt sich die Zeit nehmen und vielleicht näher anschauen? Wir sind ja Teil des EU-Binnenmarktes. Auf Ihre Produkte könnte dann stehen, wenn Sie aus Rumänien oder aus der Region beschaffen, Made in EU. Sie hätten kürzere Lieferzeiten und niedrigere Logistikkosten im Vergleich zu Asien und selbstverständlich auch niedrigere Kosten, da aber im Vergleich zu dem westeuropäischen Raum. Wieso Rumänien? Ich hoffe, ich habe Sie von Mittel- und Osteuropa überzeugt, aber warum jetzt in Rumänien? Rumänien hat eine sehr lange Tradition in der Industrie, die eigentlich Mitte der 60er, 70er Jahren angefangen hat und stark über die letzten Jahre auch weiterentwickelt wurde. Sie finden technisch gut ausgebildete Fachkräfte rumänienweit und sie haben ein weit verbreitetes Fremdsprachenkenntnis. Da kann ich Ihnen einfach sagen, 90% der Uni-Studenten sprechen bei uns Englisch, 8% sprechen sogar Deutsch. Sie haben mit Rumänien das siebtgrößte Land der EU. Wir sprechen von 20 Millionen Einwohnern und fast 1 Million registrierte Unternehmen. Und da Rumänien ein Land der EU ist, sind selbstverständlich ist das auch das Rechtssystem an das EU-Recht angepasst. Und sie haben eine ziemlich niedrige Steuerbelastung. Dazu habe ich Ihnen allerdings auch eine schöne Folie vorbereitet, wo Sie ausgewählte Steuersätze in einer Übersicht haben, mehr Informationen zu den einzelnen Steuersätzen und mehr dazu kriegen Sie auch über unsere Internetseite, über unsere Merkblätter. Was vielleicht wichtig hierher zu sagen ist, nach der letzten Finanzkrise 2008, 2009 war das Stichwort Outsourcing und Unternehmen haben weltweit nach günstigen Lösungen gesucht. Die BRIC-Staaten waren damals für viele Unternehmen die Lösung. Was wir jetzt vermehrt seit 2, 3 Jahren sehen, ist eine Rückkehr von produzierenden Unternehmen nach Europa. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen wünschen sich das. Diesen Trend haben wir die letzten Jahre gesehen. Und jetzt mit der Corona-Krise, eigentlich seit Mitte, Ende April, kommen auch vermehrt Anfragen Richtung Sourcing. Und somit ist aus unserer Sicht das Stichwort des Jahres und vielleicht auch der nächsten Zeit Insourcing bzw. Nearsourcing. Rumänien haben sich hier auch wiederum im Vergleich zu unseren Nachbarländern, wie ich schon sagte, wir sprechen von 20 Millionen Einwohnern. Das ist das größte Land in Südosteuropa, das zweitgrößte nach Polen in Osteuropa. Ungefähr ein Drittel von der Fläche von Deutschland und ein Viertel von der Bevölkerung her. Das bringt mit sich auch sehr viel Potenzial, wenn man sich nach Unternehmen, nach möglichen Lieferanten umschaut. Denn wir haben, wie ich schon sagte, fast 1 Million registrierte Unternehmen. Was vielleicht Rumänien auch im Vergleich zu den Nachbarländern auszeichnet, wir haben nicht nur 2, 3 Standorte, wo die Industrie zu Hause ist. Wie Sie sehen, haben Sie auf dieser Folie die Bevölkerung in den unterschiedlichen Städten, wie die verteilt ist und so ungefähr ist auch die Industrie. Sie sehen, wir haben über 20 Standorte,
wo die Industrie zu Hause ist. An diesen größeren Standorten gibt es entsprechend dann auch die Universitäten, die dann die Leute ausbilden. Und auf der nächsten Folie können Sie sehen, wie viele Universitäten es in Rumänien und an welchen Standorten es gibt, die jetzt auch deutschsprachige Studiengänge anbieten. Sie sehen, das ist eine ganze Menge. Die wichtigsten Standorte sind Bukarest, Cluj, Klausenburg und Timișoara, Temeswar. Da haben Sie auf der Folie auch eine Anzahl der Absolventen, sodass Sie sich einen besseren Überblick verschaffen können. Wie ich schon sagte, ist Rumänien eigentlich ein ziemlich industrielastiges Land. Auch im europäischen Vergleich sind wir mit 30% der Erwerbstätigen in der Industrie eigentlich über den EU-Durchschnitt. Sie sehen allerdings, wir haben noch ein bisschen mehr als 22% der Bevölkerung, das weiterhin in der Land- und Forstwirtschaft tätig ist. Das stellt allerdings ein gutes Poolpotenzial dar für zusätzliche Arbeitskräfte. Hinsichtlich durchschnittlicher Lohn, Nettolohn 2019, da ist Rumänien kein Billigland mehr. Mit knapp 650 Euro Netto-Durchschnitt sind wir schon fast so teuer wie Ungarn oder unsere Nachbarländer Richtung Westeuropa. Es gibt weiterhin günstigere Standorte in Europa, aber Rumänien bleibt schon kostengünstig, vor allem verglichen zu Zentral- und Westeuropa, trotz niedrigerer Produktivität. Die Netto-Durchschnittslöhne nach Kreisen. Da sehen Sie, wir haben auch ein paar Ausreißer, nicht nur Bukarest. Da gibt es noch ein paar Städte und Regionen, vor allem im Westen und Zentralrumäniens. Vor allem da, wo sich viele ausländische Unternehmen niedergelassen haben. Viel davon auch Automotive, was entsprechend dann auch die Kosten etwas erhöht. Das bietet Ihnen aber auch ein gutes Potenzial, wenn Sie nach kostengünstigere Regionen schauen. Sie müssen nicht unbedingt in Zentral- und Westrumänien gehen, wenn Sie jetzt nicht nach Lieferanten für den Automotive-Bereich suchen. Sie können den Süden sich näher anschauen oder auch die östliche Kreise oder Region Rumäniens. Da ist genauso die Industrie zu Hause. Sie sehen aber mit niedrigeren Lohnkosten. Was die Arbeitslosenquote betrifft, steht Rumänien eigentlich im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern ziemlich gut. Die Quote ist eigentlich sehr niedrig, mit unter 4%. Da muss man allerdings zu diesen Zahlen sagen, das ist die offizielle Zahl. Das heißt, die Leute, die derzeit als arbeitslos registriert sind und Arbeitslosengeld auch beziehen. Nach einer bestimmten Zeit ist man dann aus der Statistik raus. Das heißt aber noch lange nicht, dass man nicht mehr arbeitslos ist. Somit sind in der Regel diese Zahlen dann auch mit Vorsicht zu genießen. Ähnlich auch wie bei den Lohnkosten gibt es dann auch sehr klare Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen, einzelnen Städten. Sie haben Regionen wie Bukarest oder auch Timișoara, Cluj, Oradea, Arad, Sibiu, wo eine Vollbeschäftigung fast vorhanden ist, mit Arbeitslosenquote von 1, 1, etwas Prozent.
Was für deutsche Unternehmen vielleicht auch immer wieder interessant ist und was sich dann auch in dem Preis widerspiegelt, was ihn ein möglicher Lieferant aus Rumänien nennt, sind die gesetzlichen Mindestlöhne. Da ist Rumänien unter den günstigsten Ländern. Bulgarien wäre auch unter den EU-Ländern eins mit einem niedrigeren Lohn. Immer wieder sehen wir auch von den deutschen Unternehmen, die nach Lieferanten suchen, dass die Preisentwicklungen im Bereich Energie eine große Rolle spielen. Und da kann Rumänien eigentlich sehr gut punkten. Wir haben natürliche Vorkommen in Rumänien und somit liegen die Preise auch ziemlich günstig, deutlich günstiger unter dem im europäischen Durchschnitt, günstiger auch als in Deutschland. Rumänien konnte über die letzten Jahren, eigentlich seit 2011, ein Wirtschaftswachstum verzeichnen. Die Prognose war eigentlich für dieses Jahr auch sehr gut. Die lag bei knapp 4%. Diese wurde allerdings in den letzten Monaten revidiert und liegt jetzt bei knapp minus 4%. Das erste Quartal 2020 sah für Rumänien noch gut aus, zumindest die vorläufigen Zahlen, die jetzt vorliegen. Mit plus 2,7% liegt eigentlich Rumänien über den europäischen Durchschnitt unter den Top-Ländern. Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal werden Anfang Juni, das heißt in ein paar Tagen, zur Verfügung stehen. Und die Entwicklung bis Ende des Jahres wird dann auch zeigen, wie stark die letzten Monate und die Entwicklung der letzten Monate auch Rumänien betreffen wird. Wie ich immer heute wiederholt habe, ist Rumänien ein industrielastiges Land. Sie sehen hier auch auf der Folie mit mehr als 24% trägt die Industrie zu der Bruttowertschöpfung zu. Die wird dann vom Handel und Bausektor inklusive Grundstücks- und Wohnungswesen gefolgt. Das sind auch die Branchen zusammen mit der IT, mit dem IT-Sektor, wo wir dann auch sehr viele der deutschen Unternehmen dann auch in Rumänien unterstützen. Was exportiert Rumänien? Vor allem Industrieprodukte. Maschinen und elektronische Geräte stehen an erster Stelle. Und da gibt es auch jährlich ein Wachstum. Das sind allerdings nicht immer Fertigprodukte, sondern sehr oft dann auch Teile. Das Gleiche gilt auch für die zweite Position. Sie sehen Fahrzeuge mit fast 13.000, mit 13 Milliarden, sorry. Es gibt kein Fahrzeug, das in Deutschland hergestellt wird, was keine Teile aus Rumänien hat, also Teile, die in Rumänien hergestellt worden sind. Und zu den Fahrzeugen, da muss man auch noch sagen, zum Beispiel über 80% der Produktion von Dacia Renault in Rumänien wird exportiert und mehr als 95% der Produktion von Ford. Als nächstes sind Metallprodukte, Gummi- und Kunststoffteile. Aber dann auch Textil, Bekleidung und Möbel. Was ich betonen muss hier, Textil und Bekleidung, da war Rumänien bis zu dem EU-Beitritt eigentlich ein sehr interessanter Produktionsstandort. Das hat sehr stark nach dem EU-Beitritt 2007 eigentlich abgenommen und eine wieder steigende Tendenz von westeuropäischen Unternehmen, deutsche Unternehmen, die in Rumänien beschaffen und rumänische Unternehmen, die nach Deutschland oder Westeuropa exportieren, kam in den letzten 2, 3 Jahren.
Wie Sie der nächsten Folie auch entnehmen können, ist Rumänien sehr stark wirtschaftlich mit den europäischen Ländern verflochten. Wir exportieren die Top 3 Handelspartner Rumäniens sind Deutschland, Italien und Frankreich. Deutschland ist seit 2007 auch konstant der erste Handelspartner Rumäniens mit 23% der rumänischen Exporte. Und was man auch zu dem Handelsbilanz mit Deutschland unbedingt sagen muss, und das wiederholen wir immer und sagen auch den rumänischen Unternehmen, doch der rumänischen Regierung, Rumänien hat mit Deutschland einen sehr ausgeglichenen Handelsbilanz. Und da versteht man auch, wieso die rumänischen Unternehmen oder die rumänische Regierung sehen Deutschland als einen sehr, sehr guten Handelspartner und Kooperationspartner. Was wird nach Deutschland exportiert? Genauso wie die allgemeinen Exporte. Wir bleiben bei den Industrieprodukten. Das sind wiederum Maschinen und elektronische Geräte. Die Fahrzeuge, die Kunststoffteile, sehr viel für die Automobilindustrie, Textilbekleidung, aber auch Möbel. Den wichtigsten Handel hat Rumänien unter den Bundesländern mit Baden-Württemberg, Bayern und an dritter Stelle ist auch Nordrhein-Westfalen. Und ähnlich sehen wir das dann auch bei den Investitionen, die aus Deutschland kommen. Das sind die drei Bundesländer, die für uns sehr wichtig sind, wo wir dann regelmäßig auch unterwegs sind und wo auch die Unternehmen herkommen, die wir dann auch regelmäßig betreuen, begleiten im Land. Was auch sehr wichtig ist, wenn man darüber spricht, Lieferanten in Rumänien, Partner in Rumänien ist, wie groß sind die Unternehmen in Rumänien? Denn man ist es gewohnt, man kommt aus Deutschland und man spricht von KMUs. In Rumänien machen auch KMUs, die Mehrheit der Unternehmen machten auch die KMUs die Mehrheit der Unternehmen aus. Allerdings nicht so viele mittelständische Unternehmen, mehr kleinere Unternehmen und kleine und Kleinstunternehmen. Sie müssen bedenken, nur 53.000 Unternehmen haben in Rumänien einen Umsatz größer 1 Million Euro. Und das ist ein Punkt, was wir immer betonen müssen, wenn wir für deutsche Unternehmen nach Lieferanten suchen und der Wunsch kommt, das Unternehmen muss folgende Maschinen, folgende Qualifizierungen haben und muss einen Umsatz größer 1 Million oder 3 Millionen haben. Das wird sehr schwierig sein, so ein Unternehmen zu finden. Und da muss man dann auch überlegen, muss es unbedingt sein oder kann ich meine Ziele, meine Produkte oder Dienstleistungen auch mit einem Lieferanten erreichen, realisieren, was nicht die Größe hat oder nicht den Umsatz hat, was ich mir denke. Und auf den nächsten Folien dachte ich mir, ich bringe Ihnen ein paar Eckdaten zu bestimmten Branchen näher, weil wir immer wieder jetzt, weil ich Ihnen immer wieder in den letzten Minuten von der Automobilindustrie sprach und weil das auch einer der wichtigsten in Rumänien ist, fange ich damit an. Das ist gar nicht für so viele deutsche Unternehmen bewusst, dass Rumänien eigentlich am vierten Platz ist in der Produktion in Mittel- und Osteuropa. Die Automobilindustrie an sich ist sehr wichtig für die rumänische Wirtschaft mit fast 14% des Bruttoinlandsproduktes, fast knapp 20% der Ausfuhren und 10% der Einfuhren. Wir sprechen von zwei Automobilherstellern, die in Rumänien präsent sind, Dacia Renault in Pitești und Ford in Craiova, beide Standorte südlich von den Karpaten. Und mehr als 600 zertifizierte Unternehmen im Land, davon circa 160 sind internationale Automobilzulieferer.
12 der Top 15 weltweiten Tier 1 Produktionsunternehmen sind auch in Rumänien mit einer Produktion unterwegs. Was man auch zu diesen Unternehmen dann sagen muss, die sind nicht nur unterwegs und lassen in Rumänien produzieren, sondern haben auch seit Jahren Forschung und Entwicklungsaktivitäten. Zum Beispiel Renault hat in Rumänien das größte, das wichtigste Forschung und Entwicklungszentrum außerhalb Frankreichs. Ähnliche Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung haben auch deutsche Unternehmen wie zum Beispiel Continental oder Bosch. All diese Unternehmen profitieren davon, dass es all diese technischen Universitäten rumänienweit gibt, die gute Leute dann auch ausbilden. Wo überall ist die rumänische Automobilindustrie zu Hause? Da sehen Sie schön gefärbt der Westen vor allem und auch Zentralrumäniens mit zwei, drei Kreise auch südlich der Karpaten, Argeș, Olt und Prachova. Argeș, da liegt Renault Dacia das Werk und in der Nähe von Olt, also bei Dolj ist Ford. Und in einem Umkreis von 100 Kilometern sitzen auch viele deren Zulieferer. Ähnlich wie für diese Branche wollte ich auch zum Thema Metallverarbeitung allgemein in Rumänien sprechen. Sie sehen, da haben wir eine ganze Anzahl an Unternehmen, wo viele von denen auch exportfähig sind. Sie haben von den Herstellungen von Metallstrukturen über Drehteile, Oberflächenbehandlung, Gussteile bis hin zu Lager- und Kugellager. Und wie Sie dann auch den nächsten Folien entnehmen können, gibt es immer ein, zwei Standorte, wo eine höhere Präsenz der Unternehmen ist. Aber grundsätzlich sind alle Branchen in allen Regionen Rumäniens dann auch vorhanden. Das gilt für die Metallstrukturen, für die Drehteile, für die Oberflächenbehandlung, Gussteile, angefangen von Druckguss bis hin zu Sandguss. Das ist nur eine kleine Auswahl. Wir können gerne Sie für Ihre Branche beraten und da habe ich versucht, einfach Ihnen einen Überblick zu geben, was kann eine AHK vor Ort für Sie machen, wenn Sie Interesse an dem Beschaffungsmarkt haben. Wichtig zu sagen ist, vor allem bei uns ist, wir betrachten die Branchen, die Themen strategisch und langfristig, so dass wir dann auch entsprechende Kompetenzen und Kontakte aufbauen. Wir bleiben das ganze Jahr über an die Themen dran und sind somit informiert und in Kontakt mit den relevanten Marktakteuren. Und hier profitieren wir auch sehr stark von den Synergieeffekten unseren Projekten der unterschiedlichen Abteilungen. Wir versuchen da auch eine holistische Einstiegsberatung den deutschen Unternehmen anzubieten. Wir kennen den Markt, wir sind die Experten vor Ort, wir kennen die Unternehmen und sind vernetzt, nicht nur durch unsere Mitglieder, aber auch durch den ganz großen Multiplikatorenpool, auf den wir immer zugreifen können. Und was auch wichtig ist zu sagen, wir beraten, begleiten Sie während dem gesamten Prozesses. Das heißt, von der Idee, von der Frage, gibt es überhaupt ein Beschaffungspotenzial für mich in dem Land,
bis hin zu den ersten Termine und Firmenbesuche. Da können wir überall für Sie unterstützend dabei sein. Und das machen wir immer mit erfahrenen und mehrsprachigen Mitarbeitern. Ich bin selbst seit 2004 jetzt bei der AHK und habe in meiner Abteilung Kollegen, die seit 5 bis 7 Jahre mich bei dieser Dienstleistung dann auch unterstützen. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, wir verstehen nicht nur die Hard Facts, sondern auch die Soft Facts, wissen auch, wie diese zu interpretieren sind, was die kulturellen Unterschiede sind und können Sie darauf hinweisen, sowohl online als auch offline. Was für Sie vielleicht noch als Information wichtig wäre, wir bieten als AHK Rumänien jetzt noch bis Ende des Monats, das heißt, Sie haben noch 2 Tage, sich anzumelden, online kostenlose Informations- und Beratungstage, nicht nur zum Thema Beschaffung, sondern auch zum Thema Absatzmarkt, aber auch Investitionsmarkt, Personal. Rechtsfragen, Mitarbeiterentsendung, Berufsbildung, all die Themen, die halt für deutsche Unternehmen relevant sind. Und über diesen Link kommen Sie zu der Anmeldung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und sollten Sie Fragen haben, kann ich Ihnen gerne diese jetzt beantworten, gerne aber auch im Nachhinein. Sie können mich gerne anmailen. Meine Telefonnummer steht auch auf der Internetseite und wir sind jetzt für Sie da. Ich hätte eine Rückfrage. Sollte das Unternehmen in Bahntechnik auch Erfahrung haben? Wenn ja, haben Sie dann 5, 6 Standorte, wo die Industrie lange zu Hause ist. Das ist einmal Bukarest oder der Raum rund um Bukarest, der Raum rund um Craiova, Brasov oder auch Arad. Ein Unternehmen ist sogar Mitglied bei uns, die Firma Astra. Wir können aber sehr gerne, falls Sie uns da mehr Informationen zukommen lassen, Ihnen mehr zu dem Potenzial sagen und welche Regionen interessant sein könnten und können Sie auch aktiv dabei unterstützen, den richtigen zu identifizieren. Das ist eine kleine Marketplace Romania ist unsere Plattform, wo wir Unternehmen aus dem rumänischen Markt, produzierende Unternehmen aus dem rumänischen Markt, die sich speziell für Deutschland, für den Export interessieren, auflisten. Das ist eine kostenpflichtige Listung der rumänischen Unternehmen. Das widerspiegelt nicht den gesamten rumänischen Markt, auch nicht all unsere Mitglieder, die sich kostenlos auf der Plattform eintragen könnten, sind auf der Plattform. Das heißt, die Plattform ist auch ziemlich neu erst und somit, Sie haben da interessante Einträge, aber das ist nicht der gesamte rumänische Markt. Ich würde den Herrn vorschlagen oder er soll sich auch die Mitgliederliste der AHK Rumänien anschauen. Da haben wir mit Sicherheit mehr Unternehmen für beide Produktgruppen. Viele der rumänischen Unternehmen, also eine ISO-Zertifizierung ist absolut normal und das werden viele der Unternehmen haben, nicht alle. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die dann auch sehr besondere Zertifizierungen, wie zum Beispiel die, die für die Automobilindustrie notwendig sind, die TS-Zertifizierung auch vorlegen können. Ja, da muss man allerdings genau schauen bei jedem Unternehmen, aber Zertifizierungen sind in Rumänien schon normal. Also da wundert sich kein rumänischer Produzent, wenn man danach fragt. Das ist auch vorhanden, wie ich schon sagte, das ist diese spezielle Zertifizierung für die Automobilindustrie, wenn ich mich da nicht täusche. Was ich hier sehe, ist, wenn man auch nach Unternehmen sucht, die bedruckte Stoffe herstellen, das wird schwierig. Die Unternehmen, die zuschneiden, ist überhaupt kein Problem.
Bei der Stoffherstellung, da hat Rumänien leider nicht mehr so eine starke Industrie. Das hatten wir bis in den 90er Jahren, die ist leider abgewandert. Aber da bräuchte ich ein bisschen mehr Informationen, da können wir dann auch sehr gezielt weiterhelfen. Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was ist mit Entwicklungen gemeint? Meint man Forschung und Entwicklung? Da gibt es sehr starke Aktivitäten, wie ich schon in dem Vortrag erwähnte, sowohl von den zwei Automobilherstellern als auch von den Tier-1-Unternehmen wie Conti oder Bosch, aber auch von den rumänischen Lieferanten. Beides. Beides es hängt halt davon ab, welche Unternehmen halt unterwegs sind. Aber ich kann die Frage gerne auch in einem direkten Gespräch beantworten. Genau, von wo bis wo, da würde mir auch ein Standort helfen in Deutschland, gerne auch per Mail und ich kann bei einem unserer Mitgliedsunternehmen fragen. Es hängt auch davon ab, wo aus Rumänien, ob von der Westgrenze oder aus dem Osten, ob man einmal über die Karpaten muss oder einmal um die Karpaten muss oder ob das direkt geht. Ich kann einen allgemeinen Preis nennen pro Kilometer pro LKW. Das ist überhaupt kein Problem. Aber da muss ich allerdings mit einem unserer Mitgliedsunternehmen sprechen. Da habe ich leider so keinen Preis jetzt parat. Ja, da haben wir schon zahlreiche Partnersuchen durchgeführt. Wir haben auch unter unseren Mitgliedsunternehmen zwei, drei Unternehmen, die wir weiterempfehlen können. Oh, sehr gut. Wir haben nicht nur aus Deutschland Unternehmen, die wir begleiten, betreuen, sondern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Und die Schweiz zählt dazu. Sie haben als Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum eigentlich einen sehr, sehr guten Standing bei den rumänischen Unternehmen. Rumänischen Unternehmen arbeiten sehr gerne mit Ihnen zusammen. Mit der Schweiz jetzt an und für sich gibt es noch nicht so viel Handel wie mit Deutschland. Ist auch schwierig aufgrund der Marktgröße von der Schweiz. Aber wir haben in der Vergangenheit schon für Unternehmen aus der Schweiz Lieferanten in Rumänien gesucht und sehr erfolgreich.